Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite im Spielmodus. Rette die Welt, logischerweise, weil ihr bei mir noch nie Battle Royale gesehen habt und auch nicht sehen werdet. Wir spielen mit anderen zusammen in Twin Peaks. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ein bisschen auf ein Sturmschild. Da hätte ich gerade irgendwie Lust drauf. Was nicht heißt, dass es passieren wird, denn das ist etwas, was man leider nicht vorherbestimmen kann. Seitdem auch diese Funktion Chat abgeschaltet wurde, die ja durchaus für viel Unmut gesorgt hat. So, was spielt man Überlebende in eigentlich? Gefahr. Überlebende retten. Ah ja, okay. Da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sich ein bisschen voneinander trennt. Ganz häufig ist es praktisch. Außerdem ist es ganz häufig auch praktisch. Ich stelle gerade fest, ich hätte vorher mal auf das Level gucken sollen. Aber lohnt sich. Das darf man nicht vergessen. Wieder ein Leben gerettet. Wir suchen Überlebende. Da ist keiner. Wo ist er denn? Ach, da. Bei dir sieht das so einfach aus. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Gleich. Blue Glow ist super wichtig. Denn idealerweise hat man auch zwei davon. Für den Fall, dass man einen. Jo, komm her. Wo sind sie denn? Ja. Was kommt denn da jetzt noch alles? Das wird nix. Da kommt noch irgendeine Truppe an, die da nicht ankommen sollte. Jo, das glaubt mir wirklich keiner. Was habe ich denn da noch mitgeschleppt? Das Coole ist, ich hatte den Überlebenden. Oh fuck. Zwei, das ist natürlich heftig. Und ich komme nicht ran. So, den haben wir gerettet, aber da ist noch irgendwo einer. Und jawohl, da hat sich's schon mal wieder ausgezahlt, dass ich Blue Glow gesammelt habe. Das haben wir dann auch erledigt. Mir sieht das so einfach aus.
Was zur Hölle war das ein Lärm gerade? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Höllenlärm macht. Ein neues Blue Glow nehmen wir natürlich gerne mit. Falls wir noch einen sehen. Das wäre eine Dingens. So. Entschuldigung. So, wir sind wieder am Startpunkt. Da haben wir noch ein Gluglo. Was ziemlich Gutes. Ich guck mal auf die Karte, ob ich noch irgendwo einen Überlebenden sehe, der einen Bluglo braucht. Also zwei Bluglos genau. Der dort hinten braucht. Ein Medkit. Jetzt ist die Frage, habe ich vorhin das Medkit schon irgendwo gesehen? Das ist irgendwie nicht zu sehen. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Nein, ich bin komplett auf dem falschen Weg. Traum. Sag mal. So. Vermute ja ganz schwer. Da sind noch mehr. So, dann gehen wir mal gucken, dass wir die hier auch noch abnibbeln lassen hier. Bringt schließlich auch Punkte, darf man immer nicht vergessen. Der ist schon... Hä? Ich hätte, wollte gerade sagen, der ist schon geholt, oder? Irgendwie hätte ich doch gedacht. Na? Fehlt uns noch einer? Es fehlt uns wirklich nur noch einer. Das ist echt ärgerlich. Wenn du genau weißt, es fehlt dir noch einer und du kriegst ihn und findest ihn nicht.
Kann natürlich sein, der ist gestorben. Ist der bei mir gestorben? Nee, ne? Ups. Blue Glow hätte ich genug, wenn es einer wäre, den man irgendwie auf diese Art und Weise holen müsste. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Am Rand muss man ein bisschen aufpassen mit dem Sprung. Die Antenne ist fertig dort. Ist halt dann so, dann werden wir wohl da durch müssen, dass wir den einen nicht mehr finden. Das Blue Glow brauche ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Denn es ist ja maximal noch einer. Jetzt viele Gäste eingeladen hier. So, müssen wir halt noch ein paar, ups, von den bösen Tierchen da töten. Gleich geht's los, nur noch 30 Sekunden. Ja, hooray, ich weiß. Da hat sich einer den Spaß erlaubt und dann noch ein paar, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Noch ein paar Radartürme zu bauen. Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. Jo, aber fast, Ray, du hast es erkannt. Es waren nur fast alle, Ray. Aber okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Es lief ja gut. Twin Peaks rettet die Überlebenden. 108er Level. Und dann gucken wir mal. Na, da kommen wir doch mal locker über den nächsten Punkt drüber. So, was haben wir denn? Eine Truhe Nummer 4. Viel mehr habe ich eigentlich auch fast nicht erwartet. Aber ehrlich gesagt auch nicht weniger. Denn das... Na komm, zeig mir schon meine Beute. Ja! Yeah. Level 4. Und sonst auch nix, ne? Also, das gab Gold und das gab überlebenden EP. Ja, ein schönes Stück überlebenden EP, muss man sagen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubana. Ciao. Achso, Abo nicht vergessen und so, ne? Aber ihr wisst schon.